Mein Name ist Christoph Zippel, ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus Altenburg, aus dem östlichen Wahlkreis des Freistaats Thüringen. Ja, ich bin seit 10 Jahren Stadtrat in Altenburg und inzwischen auch Kreistagsmitglied im Altenburger Land. Ich habe mich vor 10 Jahren entschieden, Verantwortung zu übernehmen. Ich dachte mir, ich möchte gerne meine Ideen einbringen in der Kommunalpolitik und das hat sich jetzt so weit entwickelt, dass ich jetzt inzwischen im Thüringen Landtag sitze. Mir liegt ganz besonders am Herzen die Zusammenarbeit mit unserem Nachbarfreistaat in Sachsen. Ich habe schon gesagt, ich komme aus dem östlichsten Teil von Thüringen. Das heißt, für uns in der Randregion ist es ganz besonders wichtig, dass die Zusammenarbeit dort gut funktioniert. Das ist wichtig für eine gute wirtschaftliche Entwicklung, das ist wichtig für die Infrastruktur. Und das ist mein Thema und dafür möchte ich ganz besonders kämpfen. Ja, viele neue Herausforderungen, viele Impulse, viele Begegnungen. Ich freue mich darauf, die Leute meines Wahlkreises, die Menschen meines Wahlkreises hier zu vertreten. Und da werde ich mich mit vielen neuen Themen auch auseinandersetzen müssen. Und ich denke, das wird das Interessanteste und das Spannendste werden. Also aufgenommen worden bin ich sehr gut, genauso wie alle anderen neuen Abgeordneten. Ich denke, es ist eine ganz tolle Fraktion, eine ganz starke Stimmung. Und ich muss sagen, das Arbeiten macht sehr viel Spaß. Und die Stimmung ist dementsprechend gut. Wir haben viele Wahlkreise gewonnen und alleine das zeigt, dass wir gut bei den Menschen in Thüringen angekommen sind und das sorgt erstmal für eine positive Grundstimmung und alles andere werden wir sehen. Schönen Dank.